Die 8. Klasse der deutschen Schule Nairobi hat sich mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Anschließend gestalteten Schülerinnen und Schüler den Podcast Kein Schnee am Kilimandscharo. Hallo und herzlich willkommen. Heute besprechen wir das riesige Thema Klimawandel. Die 17 Ziele, die kennen die Jugendlichen und sie sollten sich eines der Ziele, was sie besonders interessiert, auswählen. Also wir wollten die Leute zeigen, dass zum Beispiel die Gletscher, sie schmelzen, nicht so viele Kinder wissen über das. Wir wollen denen vermitteln, dass die mehr darauf achten sollen, wie sie sich verhalten und wie stark die Folgen des Klimawandels überhaupt sind. Und da haben wir sogar einen Bergführer auf dem Mount Kilimanjaro interviewt. Der hat uns dann was dazu erzählt, wie die Berge sich verändert haben. Zwischen 1912 und 2020 hat sich die Eisschicht des Kilimanjaro um 85% verringert. Bei einer Exkursion auf den Mount Kenya erfuhr die Klasse hautnah die Folgen des Klimawandels. Am vorletzten Tag gab es ein Waldfeuer und das kam immer weiter auf uns zu. Auf Basis ihrer Erkenntnisse stellten die Schülerinnen und Schüler weitere Recherchen an. Das Ergebnis? Der globale Süden leidet besonders unter dem Klimawandel, obwohl er am wenigsten dazu beiträgt. Weniger als 3% des weltweiten Ausstoßes schädlicher Treibhausgase kommen aus Afrika. Deutschland macht mehr dazu, dass der Klimawandel quasi passiert, also die stoßen mehr CO2 aus insgesamt. Dann haben wir quasi Kenia und Deutschland verglichen, was sie gegen Klimawandel machen. Da haben wir bemerkt, dass Kenia sehr gut in erneuerbaren Energien ist, fast 90% ist erneuerbare Energie. Und wenn diese Energie jetzt sinnvoll eingesetzt wird, dann kann Kenia tatsächlich eine Vorreiterrolle einnehmen. Um noch mehr Wissen zu erlangen, befragten die Schülerinnen und Schüler zwei Expertinnen von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und sie besuchten ein Start-up für E-Taxis in Nairobi. Noperides ist eine elektrische Autofirma und das war sehr interessant. Wir haben die Autos gesehen, wie sie funktionieren. Wir haben die Autofahrerleute auch interviewt. Nairobi zählt zu den 10 verkehrsreichsten Städten weltweit. Wenn dieser Verkehr umweltfreundlicher werden würde, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. In vielen Bereichen kann Kenia schon jetzt als Vorbild für Deutschland gelten. Wir benutzen kein Plastik hier in Kenia und die Deutschen können das auch machen. Wir benutzen Papier oder Körbe und andere Sachen und das ist viel besser für die Umwelt. Wir haben vor allem gelernt, was die Folgen sind und deswegen geben wir auch mehr Acht darauf, was wir machen. Quasi die Klassiker, weniger Auto fahren, mehr Fahrrad fahren, das hilft natürlich, dass man umweltfreundlich ist und umweltfreundlich lebt. Dass sie mit den 17 Zielen etwas verfolgen, was ja für ihre Zukunft relevant ist. Und da ging es mir darum, nicht nur zu gucken, was ist alles schlecht und funktioniert nicht, sondern auch zu gucken, welche Lösungsansätze gibt es denn oder wo ist denn etwas schon erreicht worden? Im ARD-Studio Nairobi erfuhren die Jugendlichen noch mehr über Podcasts. Ihr eigener Beitrag ist über ihre Schul-Homepage abrufbar. Etwas, was deutlich geworden ist, ist, dass man hier in Afrika den Klimawandel zum Beispiel am Kilimanjaro tatsächlich beobachten kann. Und eine Awareness dafür zu schaffen, dass etwas gemacht werden muss, ich glaube, das ist ein Anliegen dieses Podcasts. Zeit für Action! Alle für eine Welt für alle!